Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Amadrei. Wir sind gerade bei den Diamantenhändler. Nein, fällt, du Idiot. Meine ich doch. Sagst du Mine, ja, wenn ich euch mal verbessern darf, weil Mine. Crowstyle einfach für ein Poppes ist. Nachgedacht hat. Weil Crowstyle einfach für ein Poppes ist. Mhm. So, fahren wir zurück zur Salzwüste. Evident. Nee, wir fahren zum Salzhändler. Fahr mal Küste lang. Salzhändler, go, go. Ja, wir müssen eh durch den Checkpoint, Kollege. Okay. Ja, aber dann explodiert da wieder alles, weil wir so heiß sind. Nicht Spaß. Wenn hier was explodiert wegen heiß, dann ja, aber wegen mir, nicht wegen euch. Was? Bitte, was? Du bist eh ein Lauch, halt die Fresse. Du siehst aus wie ein 5-jähriges Kitty. Halt die Fresse, Maschi! Gott ist die Fritz, was und eigentlich unmöglich Tom, ist. Du weißt, dass das nicht meine Worte waren. Ich weiß gar nicht mehr, wer das rausgehauen hat. Oh. Ernsthaft? Ja. Ne, wir hatten das rausgehauen. Meine Ex. Ach, deine Ex? Ach so. Ja. Die hau ich auf die Fresse! Jo, wahrscheinlich. Oh, genau so. Das musst du dir dann im Video angucken in der Facecam. Das war Shaky Head Over 9000. Jo, wahrscheinlich. Oder? Ey, wo ist der Sinn? Wo ist der Sinn dieser Mauer? Man fährt doch. Wenn man drum rumfahren will, fährt man drum rum. Da bringt doch die Mauer auch nichts. Hier gibt es nur einen Durchgang, wo du mit größeren Fahrzeugen. Hier gibt es nur. Hier gibt es einen Durchgang, da kommst du mit dem Geländewagen durch und. Oh, ein Durchgang, wo du mit allem durchkommst. Ansonsten, wenn du das nicht weißt und das mit dem, wo du nur mit dem Geländewagen durchkommst, ich bezweifle, dass das irgendjemand weiß. Dass irgendjemand so akkurat hinkriegt wie ich. Was dir aber den Sinn nicht. Erstmal, man kann hier durchbreddern. Mit dem Ifrit kann man theoretisch sogar über die Schranken drüber breddern. Bei 4 Schranken würde ich es echt nicht versuchen. Übrigens ein Kopffahrzeug. Ja, ich weiß, das stand da vorne schon, wo wir beim ersten Mal hier durch sind. Da liegt übrigens eine Leiche. Ja, ich weiß, aber die kann man ja nicht looten. Klar. Voll nervig, dass man nicht mehr looten kann. Du kannst nein, keine man Leichen kann nicht mehr looten. Dann steht da, bla, Finger weg, Leichenschänder oder irgendwie sowas. Das oh, was ist denn das für eine Scheiße? Wer hat denn sich das ausgedacht? Man nicht. Ja, genau so war das. Ich hab's doch eben noch ausprobiert. Meine Güte. Wer hat denn sich sowas ausgedacht? Und vor allem, warum strahlt das Licht vom Ifrit mehr halb in die Fahrerkabine, dass sie so hell ist, dass ich außen nichts mehr sehe? Ja, das ist intelligent. Voll fresh, Alter. Hui, hui. Ja, hier ist nichts los. Was ist denn MTS eigentlich? Fahr mal zum Salzhändler, Alter. Ja, lass doch mal Leute überfallen. Warum wollen wir mal die Leute beschützen? Das ist ja nur eine Ausrede für die Koop. Gib mal Gas zum Salzhändler. Die ersten zwei, hä? Was ist denn die Scheiße? Was will denn mit seinem TS da, Alter? Lies mal vor. Ja, keine Ahnung. Corvin meinte irgendwie Server IP. Die ersten zwei, die joinen, haben gewonnen, der Rest wird gekickt, also. Ja, bestimmt Testserver oder so. Ja, meinte er auch, aber was ist denn Sinn? Ja, du als Medix kommen wir eh auf den Testserver. Also juckt mich nicht. Sinn, Alter, Sinn. Das hast du das Passwort? Nee, aber das kriegen wir erfragt. Guck mal, wer ist denn hier? Muss ich mich eigentlich unbedingt. Warte mal, ich frag den mal ganz kurz, ob wir dem helfen können. Wofür? Hallihallo, können wir Ihnen eventuell helfen? Ich glaube, der fährt weg. Geh mal alle wegfahren, was ist denn los mit denen, Alter? Mein Holz hat so schön so die Waffe so und dann. Ja, hallo, können wir Ihnen helfen? Fahr doch mal zum Salzhändler gerade. Lass doch einfach am Heroinfeld gucken, ob da was los ist. Nee, Hero brauchst du nicht machen. Hero ist so unübersichtlich. Wollen wir dem mal kurz den Weg abschneiden? Boah, Alter! wieder durch die Landschaft rockst, eiskalt. Also bei mir, die sinkt der hart einfach nur. Bei mir nicht. Oh, bitte gib mir das Geld. Na, weißt du was? Wir können ja fragen, ob wir die verkauft haben, eventuell bis zum nächsten ATM begleiten sollen.
Und dann ziehen wir sie kurz vorm ATM ab. Ja, nice. Nice Idee. Am besten sagen wir ihn noch. Drei Paychecks und ich hab schon eine Million gemacht. Oh ja. Ja, hey, kannst du mir mal 800.000 geben, bitte? Wofür? Ja, ich möchte mir einen Ifrit kaufen. Da fehlen dir noch 800.000, oder wie? Ich dachte, ja. Du hast 3 Millionen. Nein. Was kann? Hätte ich 3 Millionen, hätte ich mir schon den nächsten Ifrit gekauft. Nein, hätte ich nicht. Aber man braucht immer noch so viel Geld, dass man sich eventuell noch einen zweiten Ifrit kaufen kann. Falls er kaputt Kollege geht. Hin? Soll, shit. Okay. Ich sehe gerade durch die Staubwege. Bei mir so fesch, Alter. Der Staub bei mir so krass, ich sehe nicht allzu viel. Nee, ich seh den noch ganz gut. Ist reingefahren. Schon was. Oh, hier ist was los, hier ist was los. So, gleich mal aussteigen. Halt, stopp. Deckung geben oder was los? Ich will wenigstens in Deckung. Achtung, da sind noch welche. Sind welche am Heli? Heli, die sind. Boah, Alter, der Heli ist gerade bei mir übel weggedeselt. Das ist einfach so richtig nach hinten, Alter. Wurdest du gerade bestohlen von denen? Aber ja. Ja. Haben die dir dein Geld geklaut oder was? Also. Wir können dich bei deiner nächsten Tour beschützen. Da müsstest du uns nur ein bisschen Geld geben. Nicht viel, aber so ein bisschen. So geil, Alter. Sagt der irgendwas? Kein Bock mehr. Er schreibt, Leute. Kein Bock mehr. Ja, dann repariert eben die Karre. Oder? Nö. Du. Nee, der will nichts von uns, also wollen wir nichts von dem. Puh. Doch, sein Auto. Repariert ja. Schon. Wollen wir wirklich einen Offroader klauen? Nein. Nein, Mann. Alter. Was ist denn los? Wo ist der andere denn hin? Oh, Mann, warum ist der immer so schneller, dieser Typ? Warum schließt er mal dein Internet ab? Der hat keinen Sinn. Ey, wo fahrt ihr hin ohne mich? Zu dir? Übrigens Leute, steht der andere Offloader hier. Ganz kurz weg, oder warte mal. Hier steht übrigens der andere Offloader, ne? Ja, okay. Ich will mal ganz kurz weg mein Essen holen. Ja, gönn dir. Ja, gönn dir. Geht man nochmal auf? Ach, SX, dann C. Ne, nochmal X. Wollen wir den Offloader ziehen? Wo ist der Typ offen? Ich gebe dir einfach ein bisschen Feuerschutz von der Seite. Sollte reichen, oder? Kannst du den snacken? Ne, der ist abgeschlossen. Der ist aber auch kaputt, du. Ja, bring doch aber auf, oder klauen bringt's nicht. Ja, komm, go, go. Weiter geht's. Go, Musik? Go, Power Rangers. Hört ihr auch gerade Musik? Nee. Komm, wir fahren jetzt noch einmal zur Salzwüste. ETF. Leute. Was war das? Leute, ihr habt es alle gehört, die Mucke, oder? Bin ich jetzt paranoid. Was war das? Ein Geist? Also. Es haben noch andere gehört. Was sind das für Mucke? Was für Mucke. Okay. Mal ehrlich, also. Ich habe keine Hallos, nix. Ich habe das auch nicht gemacht. WTF? Also, ich habe nichts gehört. Lag aber vielleicht daran, dass ich im Auto war. Irgendein Medic in Kavala? Das können die eh nicht lesen, wenn du im Side schreibst. Vor allem, ich fahre sogar mit Licht. Welcher Rebell, der den was abziehen wollte, wäre so dumm und fährt mit Licht? Einfach über die Mauer geschwebt. Wer, wir? Ja. Brass. Weil die Federung steckt das einfach richtig hart weg. Ich weiß.
Vor allem alles machen sie auf Deutsch, aber Taken Control of Local Hideout. Das lassen sie auf Englisch. Hm. Wo sind wir denn jetzt? Ey, wir sind... Dann fahr doch mal Diamant Trader. Klar, ich fahr jetzt noch einmal zur Salzmine. Ist doch eh nichts los. Ich von hier. Schon wieder Mucke, Alter. Ich höre keine. Jetzt höre ich sie. Ja, hab sie gerade gehört. Ich höre die ganz leise. Ja, jetzt nicht mehr. Geile Explosion in der Bank. Ja, komm auf zum Diamant Trader. Habe ich mir gerade schon Waypoint gesetzt. So, ich bin wieder am Start. Was gibt's denn zu essen? Übrigens, du leckst gerade bei mir, aber. Was gibt's zu essen? Es gibt Wurst. Leckere Currywurst. Oh, Alter. Und Backcamembert gibt's natürlich auch, ja. Alter. Gönn dir. Sagst du, Mami hat richtig gut Essen gemacht? Nee, sorry, das habe ich mir schon selber reingeschoben, ja, in den Ofen. Ja. Also. Backcamembert, Junge. Aber hätte ich jetzt gerade auch mega Bock drauf. Alter, Winterzeit fängt wieder an. Mami, kauf mal 8 Packungen Backcamembert, reicht für eine Woche. Also ich weiß nicht. Winterzeit hat bei mir nichts mit den Essgewohnheiten zu tun. Backcamembert kann ich sowieso einen ganzen Tag fressen. Ja, das ist. Und klar. Spekulatius, bin jetzt bei übrigens bei Tüte 32. Jo, wahrscheinlich. Ist so viel Spekulatius gesund? Ja. Du hast bei der Blutgruppe Spekulatius, aber sonst. Na, wenn's mehr nicht ist, dann geht's ja. Wahrscheinlich, ne? Ja, oder? In wie vielen Monaten hast du die jetzt gefressen? Hä, 2. Was denn? 32 Tüten in 2 Monaten. Das sind 16 Tüten pro Monat. Das sind pro Woche 4 Tüten Spekulatius. Mensch, er kann Mathe. Deutsch kann er nicht, aber Mathe kann er. Ja, Mathe bin ich auch gut drin. Meine andere Frage. Wie viel Gramm sind denn in einer Packung drin? Warte, sag ich dir sofort. Natürlich sage ich dir das sofort. 600 Gramm. 600 Gramm. Das heißt, du hast pro Woche 2,4 Kilo Spekulatius. Das sind in einem Monat... Alter. Junge. Das sind in einem Monat knappe 10 Kilo Spekulatius. Ja, ich gönn mir halt, ne? Junge, das heißt, du hast, um es genau zu sagen, ja? Alter. Jetzt ist ja richtig räudig. Alter. Der wird einfach nicht fetter. So wahrscheinlich. In einem Monat. Alter. Boah, Junge. Aber langsam brauche ich mal wieder 2 Tage Pause vor Spekulatius, ich glaube. Oder einen Tag. Oder einen halben. Ja, stimmt. Ist dann 2 Tage Currywurst, ne? Machst du Abkürzung von Win? Der Zentralrat der Fliesentischbesitzer ist empört. Kennt ihr noch diese alten Fliesentische? Habe ich sogar noch einen in der Stube stehen. Boah, Junge, was ist bei dir falsch? Ich finde die mega geil. Kannst du schön von essen? Kannst du hochkurbeln zum Essen? Hochkurbeln zum Essen? Ja, Mann. Die werden wirklich gekurbelt. Ja, Mann. Nice. Oh, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Wurstmann, brauchst du eventuell Hilfe? Oder können wir dir irgendwie helfen? Können wir dir vielleicht ein bisschen Geleitschutz geben?
Wustmann redet erstmal im Zeitchat. Ich einfach meine Waffe wieder, um dass ich's weh. Ja, Moment. Ich bräuchte eigentlich keine Waffe, danke. Aber wenn er freundlich. Wollen ja, wir boah, das wäre jetzt voll die Überleitung zu einem Überfall, ne? Mal irgendwie, ne? Ja, komm, hau rein. Wer will die Kohle haben, der macht jetzt. Ich kann nicht, jetzt, ich kann gerade Schiff C nicht. Uns helfen, indem sie uns ihre Kohle geben. Ja, also, kann meiner Schiff C kurz raushauen? Fall, ne? Schiff C funktioniert nicht mehr. Dann okay. Sag an. Dann ist es ein Überfall. Hier auf ja, den Boden sofort. Legen Sie sich mal auf den Boden, bitte. Das kann ich ja ausnehmen, ne? Ja. Okay. Klau ihm das Geld. Soll ich ihm auch. Bitte darf ich ihm die Organe klauen? Bitte. Bitte. Nein, ja, das bitte. Das ist hart assi, der hat kooperiert. Warte, ich habe ihn mal gefesselt. Dann lass mal die Karre, lass den mal fragen. Ja, er soll mal bitte die Schlüssel. Herr Wurstmann, Sie haben doch bestimmt die Schlüssel für dieses Auto, ne? Für dieses wunderschöne Auto. Die würden Sie uns doch bestimmt gerne überreichen, oder? Ja, das kann ja auch Ihr Auto bleiben, aber Sie sollten uns vielleicht jetzt die Schlüssel geben. Oder soll ich Ihnen Ihre Niere wegnehmen? Ja, aber ja, ja, wir wollen möchten nur mal nicht zu dem Auto machen. Ja, nur mal in den Kofferraum gucken, dann. Aber Sie fahren nicht auch schon. Nein, natürlich nicht. Und was drin? Herr Wurstmann, wir haben nur zwei Optionen. Ich hab die entweder. Ja, ich hab. Okay, dann mach. Da ist nichts drin. Okay, dann go einsteigen. Haben wir den hier gefesselt stehen lassen? Ich entfessel den, okay? Ja, okay, mach mal. Dann wünschen wir Ihnen noch viel Spaß. Tschö. Herr Wurstmann, vielleicht das nächste Mal, wenn so drei Leute mit dem Ifrit Ihnen das Angebot machen, Sie zu beschützen, gehen Sie doch vielleicht drauf ein. Vielleicht, gesünder. Gesünder, ja. Ich hab grad eine Nachricht bekommen. Hände hoch, Überfall. Von wem? Von wem? Frederik. Was? Jetzt mit dem Ifrit sind die dumm. Because of juckt mich nicht. Ich meine, bei dem so Ding ist ja selbst die Scheibe gepanzert, von daher. Ach. Was okay. Dümmeres wie einem Ifrit eine Überfallmeldung zu geben, kann man ja bald nicht machen. Nee. Ja, wo wollen wir denn weiter hinfahren? So. Richtung Kupfer? Davon scheinen Cops zu sein. Ja, Banküberfall wahrscheinlich immer noch, ne? Ja, fahren wir Kupfer und gucken mal, ob wir da vielleicht. Ich muss erstmal Karte auf mich zentrieren, aber damit sind wir. Kupfer. Kupfermine? Nee, erst Gießerei. Kupfergießerei. Machen wir, gucken, ob wir da einen Geleitschutz geben können. Geleitschutz in Anführungsstrichen. Naja, wenn sie Geleitschutz wollen, dann ja, wenn nicht, ziehen wir sie ab. Aber das Ganze erst in der nächsten Folge. Damit macht's gut. Tschüss.